So, was ihr da gerade seht, ich habe die Stadt bearbeitet, neue Sims hinzugefügt, neue Sims erstellt, Beziehungen bearbeitet, Grundstücke platziert und so weiter und so fort. Und ja, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein buntes Treiben, jeder mit einer eigenen Geschichte. Es sind komplett unterschiedliche Charaktere, die, denke ich, sehr gut mit unserer Let's Play-WG der Alten harmonieren und die wir auch gerne mal spielen und entdecken können. Einmal haben wir die Familie Thebon mit dem Johann Thebon, ein Angler Ass und Hausmann mit der guten, mit seiner Frau Mareike Thebon. Sie ist Malerin und sie haben zwei Kinder namens Tobias und Chiara. Dann haben wir Lynn Colo. Ich weiß nicht genau, wie ich es aussprechen möchte. Ich habe sie einfach mal so genannt. Sie ist eine tätowierte Abenteurerin auf der Suche nach Liebe. Und ja, sie ist Polizistin, soweit ich mich erinnern kann. Mal gucken, was da so auf uns zukommt. Dann gibt es noch den guten Jan. Er ist Sportler und auf der Suche nach der großen Liebe. Ja, mal gucken, ob er sie finden wird. Dann gibt es die Familie Coin. Die Familie Coin besteht aus dem Vater Jan, also er ist auch Jan, aber da habe ich ein bisschen geschlampt, aber macht ja nichts. Auf jeden Fall ist Jan ein Snob und ein Hitzkopf und materialistisch genauso wie seine Frau Alessia und seine Kinder Amanda und Maxwell, die ja, an Überheblichkeit und an Arroganz kann man ihnen auf jeden Fall in nichts nachstellen. Jan ist in der Business-Karriere tätig, während seine Frau Hausfrau ist. An Geld fehlt es ihnen wirklich nicht. Dann kommen wir zu Familie Gerz mit dem Mann Luis. Er ist ein 5-Sterne-Koch. Seiner Frau Nina ist auch in der Business-Karriere tätig. Und ihr Kind Caro ist einfach nur gut in der Schule. Und dann gibt es noch Rose. Sie ist erfolgreiche Musikerin und ja. Und natürlich darf unser guter Alex Thoras 2.0 auch nicht fehlen. Auch er ist natürlich in unserer Stadt. Und da ich neuen Custom-Content runtergeladen habe, konnte ich es mir nicht, mich nicht aufhalten und habe Mia wieder umgestaltet. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Sims 4. Ja, wie ihr seht, Mia ist wieder umgestaltet. Und wie ihr auch gerade gesehen habt im Anfang des Videos, ja, ist unsere Stadt belebter, bevölkter. Auf jeden Fall ist die Bevölkerung gestiegen. Ja, irgendwie so. Wir haben jetzt ganz, ganz viele wahnsinnig aufregende Sims in der Stadt. Und ich habe es so geplant. Also diese Hausreihe, diese Stadt, ich kann nicht mehr reden, ne? Diese Hausreihe hier, ja, passt schon. In dieser Straße einfach. Das ist ja unsere alte WG plus neue Familienmitglieder. Wer steht hier? Kenne ich nicht. Und das wird auch immer unsere Haupt... Guck mal! Das ist doch Alex. Ja. Es wird auch immer unsere Hauptfamilie bleiben. Hallo Jay. daran wird sich nichts ändern. Aber ich möchte natürlich auch andere Sims kennenlernen, andere Sims spielen. Und deshalb habe ich gerade eben einfach spontan die gesamte Stadt bevölkert. Und ja, mir neue Charakter ausgedacht, die ich auch unglaublich gerne spielen möchte und auch spielen werde. Die Hauptcharakter bleiben hier unsere altbekannten Gesichter. Aber auch die anderen können wir bestimmt mal ein oder zwei Folgen immer mal wieder spielen. So
Bei unseren Hauptcharakteren möchte ich so im Zeitraum von 4 Folgen ungefähr dann immer wechseln. Da hat man auf jeden Fall genug gesehen und ist auch mal wieder bereit für was Neues. Und ich denke, so ist das auch in Ordnung. Ja. So. Überlege gerade, was wir jetzt mit ihr anfangen. Heute hat sie nämlich keine Arbeit. Und deswegen spielen wir gerade ein bisschen Musik. Ich bin gerade ein bisschen im Kopf abgelenkt, sorry. Deswegen spielen wir gerade hier mal ein bisschen Musik. Ich hoffe, Alex ist jetzt noch da. Ja, gut. Ich würde gerne Level up werden und danach könnten wir mal etwas, ich wollte etwas essen. Schwupp, was essen. Und dann können wir, was? Stand da gerade Lieder schreiben? Ja! Wir können Lieder schreiben. Super! Dann machen wir das gleich. Einen Moment. Leider darf ich es ja nicht zeigen. Leider, leider können wir das nicht hören im Let's Play, weil ich die Rechte daran nicht habe. Ohne Netzwerk keine Rechte. Wird gelaufen. So. Gut. Dann sage ich einfach mal hier Lied schreiben. Ein jammervolles Klagelied. Ich finde, die steht dir, die neue Frisur. Die andere war irgendwie so ein bisschen so glänzend und so. Ich finde, die steht dir richtig gut. So, und die Hose ist übrigens auch Custom Content. Ach ja, Moment. Ich habe wieder Custom Content installiert. Ohne Ende. manches hat irgendwie nicht funktioniert, aber ich habe es bis jetzt noch nicht gefunden, wo es ist, um es wieder rauszuschmeißen. Aber was wir auf jeden Fall bekommen haben. Tschüss, langweilige Bank. Ja, vielleicht nicht in diesem hässlichen Muster, aber seht ihr das? Es ist einfach mal ein Hängeding. Ein Hängeding, ja. Mhm. So heißen die Dinger. Hängedinger. Jetzt müssten wir... Upsala. Da jetzt nur noch eine Wand drüber kriegen. Ich weiß allerdings nicht, wie das funktionieren soll. Wir probieren jetzt mal Folgendes. Wenn wir jetzt hier so ein Hausdings haben... Es geht auf alles, ne? Ah, zurück, zurück. Rückwärtsgang. Was habe ich denn hier alles? Ach ja, dazu erzähle ich euch gleich noch was. Erstmal kurz gucken, ob alles noch da ist. Ja, okay. Ich glaube schon. Ja. Was ich euch erzählen wollte. Einmal, dass diese wunderschöne Ding hier nicht geht, wenn wir so eine hohe Wand haben. Schade. Ja, was ich euch eigentlich erzählen wollte, wie ihr ja schon gesehen habt, ist das Haus weg. Unser altes WG-Haus. Und das Problem ist, naja, es war noch da, aber jegliche Möbelstücke, ja, soll ich sagen, haben sich, verabschiedet. Ja, wir haben ja auch die Urkunde von, Max. Ja, wir haben hier alles bekommen. Nicht so gut. Das Problem ist nämlich deswegen auch, ja, unser Haus ist leer, deswegen habe ich es gelöscht. Ja, unser Haus ist leer. Wir bewohnen es ja nicht mehr, deswegen ist es ja im Grunde nicht so schlimm, aber es ist halt schon schade, ne? Ich kann es allerdings nicht ändern. Ich verkaufe jetzt hier mal alles und mache dann unser Geld wieder auf 3000.
Es ist halt schon doof. Weil ich unser Haus eigentlich da hab stehen lassen wollen. Aber, ja. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Weil der irgendwie... Der hat einfach alles mitgenommen, was wir da drin hatten. Ja. Ich habe leider nicht gefunden, also nicht irgendwie noch eine Kopie von dem Haus. Ich weiß nicht warum, ich habe sonst alles immer tausendmal abgespeichert, aber dieses Haus nicht. Beziehungsweise nur eine sehr, sehr alte Version davon. Version davon, wo wir noch kaum irgendwas besitzen in diesem Haus. Ja, gut. Nein, stopp. Wenn wir schon den Garten haben. Rest in peace, liebes Haus. Es ist, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Möchte ich erstmal das ganze Zeugs hier rausfördern. Ach ja, wir müssen Max noch das, sein Dings kaufen. Sein Aquariums, Glas, Fischgedöns. Ich stelle jetzt mal hier die ganzen Pflänzchen von Paul auf. Apfelbaum, der kommt da vorne hin. Genau, wir müssen unbedingt Max noch sein Fischglas schenken, auch wenn er jetzt jugendlich ist. Kann er ja sein Fischglas haben, das stört ja nichts. Mein Gott, ist das viel Zeugs, was wir da in unser Haus verbaut haben. Halleluja. Ja, dieses ganze Hochzeitgedöns. Als ich nämlich hier die Stadt so bearbeitet habe, habe ich nämlich gesehen, das Hochzeitszeug ist ja weg. Also da war nur noch der Boden, aber nicht mehr die Stühle und sowas. Ich denke mir so, okay, das ist irgendwas faul. Dann bin ich in das Hausbearbeitungsmodus-Gedöns-Ding gegangen und ja, upsala, da war keine Einrichtung mehr. Ja gut, naja, es ist wie es ist, kann man nichts dran ändern. Jetzt sorgen wir einfach nur, upsala, dafür, dass unser Inventar leer wird. Weil das ganze Zeug, das brauchen wir jetzt wirklich nicht im Inventar. So. Und dann können wir ja gerne mal verreisen. Und zwar einfach mal in die Straßen. Nur so, damit ihr mal so seht, wie so die Häuser aussehen, die unsere neuen Sims bewohnen. So. Das hängen wir uns auf. Und die Geburtsurkunde von Max behalten wir einfach mal. Was ich euch noch zeigen wollte. Ja, so die Hängeschaukel geht ja jetzt nicht. Weil wegen... Ne? Geht halt nicht. Weil wir ja zu hohe Wände haben. Was hatte ich jetzt nochmal installiert? Mein Gott, also mein Kopf, ne, ist auch so wie so eine... was hatte ich denn gleich nochmal installiert? Ach ja, Wandschmuck war das. Bilder waren das. Einmal hier so coole Bilder, die finde ich richtig cool. Die können wir ein bisschen größer machen. So hier, richtig coole Bilder und so mit Essen und so. Die finde ich richtig schick. Machen wir jetzt einfach hier hoch. Wupp. Und was habe ich noch ins... Also diese Bilderchen hier. Meine Beschreibung ist jetzt übrigens durch diese Custom Links zu lang. Deswegen habe ich die mal gecancelt. Dann hier das hier. Sekunde. Wo ist es denn jetzt gewesen? Mein Gott, also ich bin aber auch... Ja, toll. Wie hieß denn das Ding jetzt? Ich hatte es doch gerade... Es tut mir so leid. Ich habe keine Ahnung, wo es jetzt wieder hin ist.
Hier haben wir auf jeden Fall noch so eine tolle Uhr. Die finde ich auch ganz schick. Können wir ins Badezimmer tun. Die gibt es in verschiedenen Farben. So eine coole, ja, so eine Muscheluhr halt. Finde ich eigentlich ganz cool. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, und dann noch diesen Schwimmreifen da, den ich jetzt nicht mehr finde, weil ich komplett inkompetent bin. Oh, wo ist denn dieser Schwimmreifen? Das gibt da. Warum auch immer der bei Pflanzen ist. Auf jeden Fall Schwimmreifen. Seht ihr? Super cool. Super stylisch. Super. Ja. Hätten wir das auch geklärt? Ich glaube, das war's. Schwimmreifen, die Uhr, die Bilder. Dann eben Hose für sie, ein Kleid. Einige Haare. Ein Kinderpullover, den ich persönlich extrem süß finde. Und das war's, glaube ich. Ich guck nochmal kurz. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Aber ganz cool. Okay, warum hat eine Gitarre? Habe ich ihr jetzt wirklich die Gitarre aus der Hand verkauft? Aber die hatte sie doch in der... Aber die war doch gar nicht... Okay. Sekunde. Fortsetzen. Testing Sheets. True. Money 3000. Testing Sheets. False. So. Sind wir auch wieder dabei. Alles gut, alles gut. So. Okay. Ich komme das mal für sie weg. Hallo? Was ist hier los? Haben wir eigentlich einen Müll? Wir haben keinen Mülleimer? Was ist hier eigentlich los? So, jetzt aber. Haben wir eine Mülltonne? Ja, okay. Gut, hätten das auch geklärt. Ja, dann beende ich jetzt den Part und wir gehen jetzt in der nächsten Folge dann uns mal die neuen Leute angucken, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.